Willkommen zur vierten Folge der Let's Play-Serie. Wir sind im Dezember des, naja, zweiten Jahres sozusagen. Ein Jahr haben wir überstanden. Wir haben ja auch im Dezember angefangen. Letztes Jahr, naja, und ich denke, wir haben das ja ganz gut überstanden. Haben ja gerade denn hier noch einen Banditenangriff gehabt. Da bauen wir gerade hier mal noch hier eine Leichengrube, um da auch die Gegner dann zu entsorgen, die wir da besiegt haben. Und ja, mal schauen, was denn an der Stelle, was wir an der Stelle noch machen können. Ja, und dann sollten wir natürlich auch ein bisschen planen, wie wir das nächste Jahr angehen wollen. Zwei, drei Dinge würde ich da sicherlich auch noch mal ändern wollen. Zum einen betrifft das die Häuser. Wir haben ja zum Start drei Doppelhäuser gehabt. Das war sicherlich soweit ganz okay, weil ich glaube hier, dass Brennstoff geht halt nur pro Haus. Und naja, was die Nahrung angeht oder grundsätzlich vielleicht ja die Darstellung im Markt und auch was hier in die Marktstände reingeht, da ist es ja so, dass für jedes Haus da entsprechend hier ein Brennstoff eingelagert wird, eine Bekleidung, ja, zumindest solange hier einer nur vorhanden ist. Wir werden das bald sehen, wenn wir hier unseren Schuster fertig haben, dann sind halt zwei Bekleidung. Und ja, aber das Brennholz ist halt hier pro Haus. Die Darstellung finde ich teilweise ein bisschen unglücklich, weil, naja, gerade bei der Nahrung könnte man ja auf die Idee kommen, dass die eben auch pro Haus verteilt wird. Aber das stimmt nicht. Das kann man ganz gut durchaus nachvollziehen, wenn man schaut, was man hier so im Lebensmittelstand drin hat, was man in den Lager, also in dem Fall hier im Lebensmittellager oder den Lebensmittelherstellern hat, spielt keine Rolle, ob die zwei Familien, zwei Einzelhäuser sind oder im Doppelhaus. Die Familie nimmt halt immer eine Nahrung pro Monat. Und das ist hier eigentlich von der Darstellung, könnte man noch davon ausgehen, dass das nicht so ist. Das stimmt aber nicht. Ja, überhaupt, gerade was die Nahrung angeht, ja, wir haben ja da gerade hier letztens, gab es ja einen Beta-Patch, der ist natürlich jetzt noch nicht released und offiziell und ja, ich habe mal reingeschaut und zumindest auch die Patch-Notes und so beguckt und ach je, ja, ich bin ein bisschen unschlüssig, muss ich sagen, was hier das Hineinnehmen, sage ich mal so, oder Einspielen hier in das Let's Play angeht. Und das hat im Wesentlichen zwei Hintergründe. Das eine ist, ja, zum einen ist er, wie gesagt, nur ein Beta-Patch. Wenn er denn mal irgendwann live geht, kann gut sein, dass sich da noch was dran ändert. Das ist mal so eine erste Idee. Entwicklerseitig, es werden schon ein paar Dinge gefixt. Das ist gut. Zum Beispiel die Bogenschützen sind ein bisschen besser, wobei man ehrlicherweise sagen muss, ja, sie sind offensichtlich wirklich ein bisschen besser als hier, aber die sind immer noch, ich finde, ziemlich schwach vergleichsweise. Aber gut, es ist egal. Wir sind ja hier, wir haben ja gerade den Angriff gehabt von den Banditen. Wir haben auch Bogenschützen gehabt und die haben durchaus ihren Beitrag geleistet. Der war sicherlich nicht sonderlich groß. Und wie gesagt, die sind, machen jetzt ein kleines bisschen mehr Schaden, aber man sollte da keine Wunderdinge erwarten. Übermäßig extrem stark sind sie wahrlich nicht und irgendwann waren sie es ja mal und das war nicht in Ordnung. Also ja, das ist halt so eine Sache. Aber was sich auch geändert hat, denn oder wahrscheinlich ändern wird mit dem Patch, im Moment wird die Nahrung ja nach einer Prioritätenliste verzehrt. Das ist halt, sagen wir mal so, solange die Einwohner Fleisch im Angebot haben, essen sie Fleisch, danach Beeren, Brot, Eier, Gemüse, Honig, Äpfel. Es ist nicht ganz die Reihenfolge, wie man sie zufällig jetzt hier gerade in dem Fenster sieht, aber sogar ein bisschen ist es sogar ähnlich. Und naja, da kommt dann eigentlich auch schon die zweite Sache, warum ich ein bisschen zögere, den Patch hier reinzunehmen. Es ändert sich an einigen Stellen doch teilweise gravierend was. Gerade das mit der Nahrung führt eben dazu, dass man die Nahrungsversorgung eigentlich komplett anders planen muss. Bis jetzt ist es so gewesen, dass Äpfel halt die allerletzte Priorität gewesen sind und will heißen, die Einwohner hier, die haben Äpfel nur dann gegessen, wenn alles andere nicht mehr da ist. Und wenn das passiert, das kann natürlich sein, wenn es irgendwie blöd läuft, aber wie erwähnt, es muss halt eigentlich blöd gelaufen sein, weil normalerweise sollte doch deutlich mehr Nahrung als eben nur Äpfel vorhanden sein. Und insofern haben Äpfel in der aktuellen Version hier eigentlich mehr oder weniger nur die Aufgabe, die Nahrungsvielfalt zu erhöhen. Für die eigentliche Ernährung taugen sie eigentlich nichts. Und das gilt
sehr ähnlich auch für den Honig, der ja auch vorletzte Prio ist. Und für Gemüse ist es, ja gut, ich meine, je höher man in der Prioritätenliste kommt, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Leute das verzehren. Vor allem bei Doppelhäusern ist es ja dann mal so, da liegen ja dann mehrere Nahrungen drin und es werden ja zwei Nahrungen gegessen. Also das heißt, die höchste vorhandene Priorität ist es sowieso nicht, sondern da werden ja immer die zwei höchsten Prioritäten gegessen. Und naja, ich würde sagen, gerade nach dem Patch, ich finde es eigentlich besser von der Idee, weil dann sind mehr oder weniger alle Nahrungsmittel denn irgendwo gleichwertig, wie erwähnt. Aktuell gibt es halt einige, die mehr oder weniger nur die Vielfalt erhöhen oder kaum verzehrt werden. Das führt eben dazu, dass ich wohl jetzt denn doch relativ früh auf hier den Entwicklungspunkt mit den Stück Heuobst gehen würde. Zum einen brauchen die Äpfel ja eine Weile, bis die Bäume halt voll ausgewachsen sind und die volle Ladung, sag ich mal, an Äpfeln abwerfen. Allerdings so schlimm ist es nicht. Ich habe die ja eigentlich fast in allen Spielständen, die ich mal so habe, durchaus auch eingesetzt. Sie werfen auch in den ersten Jahren schon ein paar Äpfel ab, also so schlecht ist es jetzt nicht. Trotzdem lohnt es sich meines Erachtens, die denn durchaus zu priorisieren. Bisher war es nicht so. Meine Idee war eigentlich hier eher ein paar Äpfel zunächst mal dazu zu kaufen, weil es ist ja wie gesagt ohnehin nur Nahrungsvielfalt. Das würde ich jetzt eigentlich ganz anders angehen. Ich mag aber ehrlicherweise nicht hier den ganzen Spielstand in die Tonne treten und jetzt von vorne anfangen. Ein Jahr haben wir ja geschafft und ich finde es auch recht interessant, denn hier mal zu schauen, wie wir es denn auf die Reihe kriegen, wenn wir das auf die Art hier weiterspielen. Man sollte aber bedenken, für den möglichen Fall, dass sich das mit der Nahrung ändert, würde man wahrscheinlich dann anders planen. Müssen wir mal gucken. Ich habe hier eigentlich gedacht, meine Idee war, ich glaube, ich hatte schon mal gesagt, ich wollte eigentlich als nächstes die Holzkohle nehmen. Die ist schon wirklich sehr, sehr gut für die Brennholzversorgung und auch um da exportseitig ein bisschen Geld rauszuholen. Aber ich denke, ich stelle das zurück. Wir nehmen vielleicht doch die Äpfel rein, weil, tja, man weiß nicht, wann der Patch denn kommt. Und ja, vielleicht hole ich mir auch vorher. Ich bin an der Stelle wirklich hin und her gerissen, muss ich sagen. Man hört es wahrscheinlich raus. Ich weiß noch nicht, was ich damit anstelle. Auch beim Handel hat sich einiges getan. Momentan ist es eben noch so, wenn wir hier da importieren, dann steigen die Preise relativ schnell und beim Export fallen sie relativ schnell. Das soll mit dem Patch denn auch nicht mehr so stark sein. Okay, das ist nicht irgendwie quantifiziert. Wer weiß, wie sich das wirklich auswirkt, aber es soll halt zumindest nicht mehr so heftig sein. Dafür sind ein paar andere Dinge geändert worden. Ja, gerade hier die Skills hier, die sind beide, würde ich sagen, alle beide ziemlich abgeschwächt worden. Man holt nicht mehr ganz so viel raus aus denen und das ist natürlich auch so eine Sache. Im aktuellen Patchstand waren die halt sehr stark. Die sind hinterher immer noch ganz okay, aber nicht mehr ansatzweise so stark, wie sie es denn jetzt sind. Und da würde ich wahrscheinlich normalerweise auch ein bisschen anders planen. Na gut, wie gesagt, wir machen erstmal so weiter mit dem, was wir hier haben. Und dann gucken wir mal, was an der Stelle denn so rauskommen wird. Jo, also grundsätzlich, wie gesagt, ich habe das ja gerade mit Doppel- und Einzelhäusern erwähnt. Ich würde sicherlich dann jetzt hier wirklich auf Einzelhäuser setzen. Für den Start fände ich das hier soweit okay, muss aber sagen, hier für die Perspektive auf hier diese Serie sind wir mit Einzelhäusern definitiv besser dran, weil wir einfach viel mehr Hinterhöfe haben und da können wir schon relativ ordentliche Sachen unterbringen. Hier unten, klar, Gemüse und Äpfel. Die Planung ist mit zwei Gemüse- und zwei Äpfelfarmen. Hier im unteren Teil werden wir wahrscheinlich hinkommen. Und ich würde bei den anderen Häusern, die keine Werkstatt kriegen, sicherlich auf Ziegen und Hühner setzen. Wobei man da sicherlich auch noch mal gucken muss. Die Hühner waren doch mal recht gut. Die hatten halt zwei Eier pro Monat gebracht. Das war aber vor Release. Und mit Release ist das ja auch genervt worden auf ein Ei pro Monat. Und da muss man natürlich sagen, es ist sehr, sehr schwach. Aber okay, immerhin das eine Haus, zumindest wenn es ein Einzelhaus ist, hat die Familie mit einer Nahrung versorgt. Das ist per se ja erstmal nichts Schlechtes. Es taugt nicht, also gerade die Eier taugen nicht für die Versorgung der Siedlung. Aber weil ja
das Haus produziert halt im besten Fall nur für sich selber. Okay, wir haben ja gerade gelernt, das ist dann vielleicht zufällig, aber von der Menge her ist es nicht für die Versorgung vom Dorf, sondern eigentlich nur durch die Eigenversorgung. So viel ist es wirklich nicht mehr. Die Ziegen finde ich schon ganz okay. Die bringen 2 Haut pro Monat. Und ja, gerade was hier die Bekleidung angeht, brauchen die Einwohner, also die Familien, die brauchen ja immer eins pro Jahr. Wenn sie 2 verschiedene haben, hier wie die Stufe 2 Häuser, dann sind es in dem Fall 2 pro Jahr, also einmal Stufe 1 und einmal Stufe 2. Und das ist vom Bedarf ist es im Vergleich zu den anderen Sachen natürlich viel, viel, viel kleiner. Aber ich denke, mit dem Leder, das war aus den Häuten erstellen können und dann auch den Schuhen, da sollte man für den Export einiges rausholen können. Das wäre vielleicht mal so die Idee. Na gut, müssen wir mal gucken. Die sollen mal da erst die Leichengrube durchziehen, die wir hier im Osten haben. Und wo stehen wir denn? Bauholz haben wir auch nicht gigantisch viel. Da müssen wir vielleicht auch mal schauen. Ich würde vielleicht mal. Du kriegst mal hier einen Ochsen dazu. Ja. Na, wir brauchen auch mehr Ochsen, würde ich sagen. Also den Holzfäller an Ochsen zu geben, macht glaube ich schon Sinn. Und dann muss man mal sehen, so zum einen, weißt du was, machen wir hier Logistik. Lass uns mal hier noch einen zweiten Ochsen bauen. So. Und denn Häuser, ja, vielleicht machen wir hier in der Mitte erstmal 2 Häuser rein, dann haben wir ein bisschen Platz. Im Moment haben wir ja gerade hier unten ist frei. Da kann jemand einziehen. Ja, aber müssen wir auch nicht. Also einer. Hier wohnt gar keiner drin, oder? Ja, okay. Ja, wobei, na gut, das werde ich irgendwann sowieso noch umbauen. Na gut, baut mal da die Leichengrube. Komm mal hier, wir machen mal hier erstmal 2 Häuser. Wie erwähnt rein, das sollte ganz gut passen. Mal hier. So, und vielleicht mal so Hinterhöfe nach da. Wobei hier muss man natürlich auch wieder aufpassen. Ach, das ist ja dieser Käse. Das ist, glaube ich, auch mit dem Patch leider nicht gefixt worden. Das wäre aus meiner Sicht sehr wichtig gewesen. Bei der Verteilung der Güter aus den Märkten, da fehlen ja leider die Baustellen mit. Und das ist wirklich schon sehr, sehr eklig. Weil klar, irgendwann ist das Haus fertig. Es steht nicht sehr lange. Aber während der Bauphase ist halt hier die Versorgung sehr, sehr schlecht. Ja, zumindest dann, wenn die Häuser vergleichsweise, jetzt sind wir hier gerade auf 8 gewesen, haben wir gesehen, es ist kein Haus dazugekommen, aber das Problem ist, die Baustelle frisst jetzt was weg. Also das sagen wir so, wir haben nach wie vor 8 Häuser, das kann man ja ganz gut sehen, der hier unten kriegt nichts ab, weil die Baustelle bei der Verteilung ja, mehr oder weniger blockiert, sagen wir mal. Dadurch kriegt der hier nichts mehr. Und je mehr Baustellen wir haben, wenn ich hier noch eine Baustelle hinsetze, dann wird wahrscheinlich der auch nichts mehr kriegen. Aber das ist totaler Käse, muss ich sagen. Also, naja, gut, aber es ist wie es ist. Wir müssen mal irgendwie mit zurechtkommen und werden wir sicherlich auch. Jetzt schaue ich gerade mal hier die Leichengrube. Die haben wir auf hoch. Ja, die kannst du gerne auf höchste. Die hätte ich schon ganz gerne fertig. Jo, aber das Haus natürlich auch. Wobei ich brauche das Haus nicht dringend, aber ich will es halt schnell durchbauen. Ach ja, weil die Versorgung halt drunter leidet. Immerhin, der ist jetzt hier fertig, aber das war, glaube ich, nur eine Erweiterung. Da haben wir hier nur die Hühner reingezogen. Das kann er für den Moment mal ruhig noch machen. Wie gesagt, wir werden die so nach und nach abreißen, aber erstmal ziehen wir jetzt Einzelhäuser zusätzlich hoch. Das wäre so die Idee. So stehen wir jetzt im Moment her. Das kann man schön sehen. Ach, das ist halt wirklich blöd, finde ich halt, wenn er denn hier für diese Baustellen auch hier etwas reinlegen würde. Jetzt ist halt gerade ein Bauholz verbraucht worden, aber das wird er relativ schnell wieder auf 8 aufstocken. Er stockt es halt nicht auf 9 auf. Das ist halt das Doofe. Wenn er die Baustellen da auch mit reinnehmen würde, dann wäre ja alles okay. Der kann gerne die Baustellen irgendwas blocken, so wie er es bei leeren Häusern ja auch macht. Mal hier unten schön seht, hier wohnt ja noch keiner drin, aber es ist trotzdem Brennholz. Wird da reingelegt, das wird wohl nicht verbraucht. Und das Leichenbogen ist fertig. Kann man da jemanden abziehen? Hm.
mal kurz hier einen raus. Mein Holz haben wir gerade ganz gut. Geh mal du in die Leichengrube und dann mach das mal, dass sie das da durchkriegen. So. Den hätte ich eigentlich auch ganz gern. Gib mir noch einen Ochsen hier irgendwo. Hm. So, wir könnten allerdings mal Handel. Kriegsbögen hier. Reich mal rüber und Export und nehmen wir mal da durchaus einige. Wir brauchen nicht so viel auf Lager, bis auf 10 können wir die gerne exportieren. Bären haben wir auch im Export. Hm, naja, muss man auch mal sehen. Das nächste Jahr würde ich wahrscheinlich auch gerne noch eine zweite Sammlerhütte hinstellen. Das sollte unser Vorkommen, was wir da haben, locker hinkriegen. Und mit vielen Bären haben wir dann auch eine bessere Ernährung und können da auch noch ein bisschen exportieren. So, jetzt ist er hier bei 8, ja. Ach je, es ist aber auch wirklich... Naja, das... Naja, gut, es ist ja nun mal nicht zu ändern. So, dann zieh das da rein. Es ist ja... Dann kannst du auch gleich das nächste Häuschen daneben stellen. Ich wäre dann jetzt auch egal. So, und du dahin. So, dann machst du hier das Höchste und dann machen wir hier sehr hoch. Dann haben wir die beiden Häuser da stehen. Dann sind wir wieder etwas auf der sicheren Seite. Ich wollte hier auch gleich mal noch ein Zicklein reinstecken. Und hier noch mal sehen. Häuser brauchen wir ja auch noch weitere. Die eingezogen, die sind hier unten eingezogen. Naja, klar, ist ja sonst gerade nichts frei. Kann man verstehen. Na, wir müssen die Häuser hier fertig kriegen. Komm, macht. Weil den würde ich hier abreißen, perspektivisch. Den müssen wir sowieso noch mal ein bisschen umbauen dann. Aber wie gesagt, erst dann. Die Idee wäre mal hier so, machen wir hier vielleicht mal die Straße irgendwie hier runter. Ich würde hier noch Häuser reinstellen. Und hier sollte dann irgendwann mal, sollten mal die Äpfel rein. Aber die würden wir ein bisschen breiter machen, als das aktuell ist. So, 75. Jetzt hat man es gerade schön gesehen. Die zwei hier, wie gesagt, haben gerade nichts abgekriegt. Jetzt ist der hier frei. Wahrscheinlich gehen wir jetzt hier auf 9. Der kriegt hier wieder was ab und der kriegt nichts ab, weil der hier die Baustelle da uns einen Strich durch die Rechnung macht. Das ist so ein bisschen die Befürchtung. Naja, gut, wollen wir mal sehen. Machen wir hier gerade noch ein bisschen weiter. 78. Oh, jetzt haben wir 9. Ah, das ist genau das. Wobei, Moment. 9. Ah, jetzt hat er hier unten auch einen reingelegt. Ja, passt. Tja, naja, es ist halt so eine Geschichte. Irgendwie wir ziehen ja nach und nach die Häuser jetzt hier hoch und haben eigentlich fast pausenlos irgendwo eine Baustelle. Und das führt eben dazu, dass der hier eigentlich nie was abkriegt. Das ist wirklich, oh Mann. Kirchenstufe, ja. Müssten mal eine Pause machen vielleicht mit dem Bauen. Aber irgendwie will ich die Dinger hier schon nach und nach hochziehen. Damit wir hier mal wieder ein paar Boni kriegen. Na gut. Lass uns das Haus hier mal hochziehen und dann haben wir ja da zumindest mal dort die Sammlerhütte und hier den Ochsen, den wir mal bauen können. Dann machen wir vielleicht mal kurz Pause, dass die Boni mal wieder ein bisschen besser werden können. Dann nehmen wir mal die Ziege rein. Wobei natürlich dann da auch ein einziehen sollte. So, der hier ist auch fertig, der wird auch eine Ziege kriegen. Okay, wir haben hier zwei frei. Wenn ich den jetzt hier lösche, dann haben wir immer noch einen frei, ja. Ja, dann sind die gleich belegt. Finde ich eigentlich ganz gut. Pass auf, wir machen den mal hier. So, jetzt ist der belegt mit der Ziege, wunderbar. Und als nächstes wird der hier belegt und wenn wir das Geld haben, kommt hier auch eine Ziege rein. Sagen, den hier unten ziehe ich dann gleich mal hoch, den machen wir dann ein bisschen größer. Weil, naja gut, gerade was hier die Gemüse angeht, idealerweise
nicht so lang und dafür etwas breiter, wobei wir haben hier keine gewaltige Länge, das passt hier schon, aber ich würde hier vielleicht mal beim für die beiden Apfelplantagen, die hier und hier geplant sind, warte mal, wir könnten das vielleicht, ich habe das ja sonst ja immer mit Market Picks gemacht, man kann es natürlich auch mal hier mit den Leichen oben machen, hat den Vorteil, die kosten halt nichts. Okay, wenn man das hier über die Marktentfernung macht, kostet das auch nichts. Komme ich hier rum? Ja, komm her. So. Aber das ist so eine ganz gute Menge. Und das ist dann dadurch ein bisschen breiter. So, dann würde ich hier vielleicht. Na gut, dann lass uns das doch hier vielleicht mal reinbauen. Ein Haus, das könnte von der Entfernung vielleicht so weit weg sein, dass es nicht stört. Bei der Versorgung. So, zeig mal, oh, das ist gar nicht, naja, wobei ein bisschen kleiner. Ja, es geht noch. Wenn ich das hier mit vergleiche, will halt nicht so viel Platz hier verschenken. Das kann man sogar, naja, gut, das braucht nicht so gut. Mach das mal ruhig. So. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine Baustelle. Im Moment sind wir bei 100%, kann man schön sehen. 9 Häuser, 9. Wir 9, 1, 2, 3, 4. Ja, doch, sind genau 9. So, und die Baustelle hier könnte aber sein, dass die so weit weg ist. Die wird zwar quasi theoretisch mit. Wird halt was hinverteilt, aber ich habe gesagt, die Verteilung ist halt nach Entfernung. Und wenn die ein bisschen weiter weg ist, das sieht ja gerade so aus. Denn tut's nicht weh. Na gut, ja, bei der Nahrung müssen wir mal gucken. Da haben wir gerade mal nur noch Beeren, Eier, ein bisschen Fleisch ist halt gerade mal wieder ausgegangen hier. Wobei, da könnten wir auch noch einen mit reinstecken, ja. Aber wir haben ja hier Brennholz ausgenommen. Das war auch mal nur für den Moment gut. Lass mal gucken, was machen denn unsere Totengräber? Die haben alles vergraben, was sie sollten. Keine mehr da, dann könnt ihr hier raus. Das ist gut. Und dann könnt ihr. Naja, zwei im Jägerlager ist irgendwie auch wieder nicht wirklich ideal. Machen wir mal hier einen rein. Heute Leder. So. Das haben wir momentan an Schuhen nicht so viel. Die sind halt zunächst mal in den Markt gewandert. Jo, 9 Schuhe. 4, 5. Interessant. Ja. Bei der Bekleidung kommt ab und an noch mal ein bisschen mehr. Das habe ich schon häufig gesehen. Das haben wir am Anfang ja auch schon. Haben wir momentan sogar 10 Leder. Aber irgendwo steht da eher auf 8 hier die 9. Naja. Soll er machen. Er wird das Ding ja auch noch bauen, ja. Wir haben ja nur. Der hier ist gleich fertig, die Sammlerhütte. Jo, aber die zusätzlichen Sammlerhütten bringen ja zum Glück nichts durcheinander hier bei der Verteilung. Ich meine hier, die Nahrungsvielfalt ist gerade nun wahrlich nicht groß. Aber das hängt einfach damit zusammen, dass, ja, wir haben halt noch nicht so viel Nahrung. Müssen wir mal sehen. Ich denke, Anfang nächsten Jahres, vielleicht irgendwo im Frühjahr, denn so vielleicht April, Mai, werden wir auch schon ein bisschen Gemüse kriegen. Das läuft natürlich erst hoch, trotzdem ein bisschen werden wir schon kriegen und das wird hier sicherlich auch helfen. Der Jäger mit der Fleischversorgung, das ist halt einfach wirklich dünn. Das ist so ein kleines bisschen dazu, könnte man sagen, genau wie die Eier, aber es ist halt keine größeren Mengen. Dafür ist es halt nicht wirklich geeignet. So, wie sieht es denn hier aus? Achso, das Ding ist fertig. Aha, dann fehlt uns eigentlich hier nur. Wie viel Butter haben wir denn? Naja, dann mach die mal hier auf Stufe 2. Das ist okay. Und hier ist auch gleich fertig. Unser Häuschen. Dann haben wir zumindest mal ein bisschen Wohnraum da. Weil zwar den brauchen. Und dann würde ich allerdings ja, mach mal den hier auf sehr hoch. Und dann fangen wir hier mal an, noch weitere Häuschen zu bauen, ja. So, wir haben eigentlich genug. So, natürlich habe ich jetzt hier auch das Problem, wenn ich hier die 4 Häuser, die ja sicher reinpassen, würde ich behaupten wollen, ja, genau so,
Dann haben wir vier Baustellen und dann spielt der Markt verrückt, weil dann kriegen die hier unten alle nichts mehr ab. Das geht nicht, leider. Die müssen wir so nach und nach einbauen. Aber kann man ja machen, weil das sind halt alles irgendwie Dinge, das sollte meines Erachtens auch nicht sein. Also, dass er die Baustellen bei der Verteilung mit drin hat, das ist einfach nur Käse. Keine Frage. Okay. Hat schon tierisch kleine Werte gehabt, aber es ging so einigermaßen. Ja, wir müssen das haben. Ich würde wirklich jetzt hier die Häuser mal der Reihe nach gnadenlos durchziehen. Weil während der Phase ist es dann noch ein bisschen ungünstig hier mit der Marktverteilung hier, aber wenn wir so durch haben, dann haben wir erstmal ein bisschen Ruhe, weil das dann durch ist. Ja. Er ist jetzt hier fertig. Das heißt, wir sind jetzt bei, das ist 3, 4, 5, 6, 7, 3, 10. Ja, wir haben ja 10. 10 plus die Baustelle. Ja. Er legt immer ordentlich rein in den Markt. Kann man nicht meckern, aber ja. Gut, im Moment ist es nicht so schlimm, genau genommen, weil hier wohnt ja keiner drin, ne? Aber für die Versorgung und die Prozente gilt es denn irgendwo leider doch. So, immerhin. Nächstes Haus ist fertig. Können wir ein Zicklein das nächste reintun. Und hier oben. Den habe ich hier gesetzt, um mal zu gucken von der Größenordnung. Aber wahrscheinlich würde ich irgendwo den dann auch wieder löschen und die Leute hier oben reinsetzen. Na, guck mal her. Wir haben gerade zwei Baumeister. Dass man so, du gehst auf höchste, auf sehr hoch und hoch. Ich fürchte nur, die sind. Tja, ist die Frage. Ja, wir werden sehen, wer denn da nichts abkriegt. Aber die, ja, eigentlich ist klar, die sind hier deutlich näher am Markt als die hier unten. Kann man von ausgehen. Ja, komm, das hat keinen Wert. Ach, das ist aber auch. Bei 11, ja. Klar, der ist ja hier fertig. Ich würde sagen, hier oben, tja, machen wir in diese Reihe denn da doch noch auch wieder Hühner rein. Naja, ein paar Hühner für ein paar Eier ist per se schon nicht so übel. Weil massenhaft heute und dann ganz viel Leder, ja gut, das am Ende kriegen wir da so nur noch ein Problem. Leder, du bist mit Schuhen eigentlich ganz ordentlich dran. Zeig mal kurz Schuhe. Eine Route bitte, ja. Export und sagen wir mal. Ach, ich sehe es doch, die Banditen haben uns. Das ist ja alles nicht wahr. Ey, 15. Ach, diese blöden Banditen. Na gut, wir werden die gleich eingehen, aber 15 Stiefel. Ey, wir haben ja gerade gesehen, die sind 8 Silber wert. Das sind 120 Silber, die uns gestohlen haben. Boah, ich habe mich gerade hier schon überlegt hier. Ach, das ist ja wieder hier. Oh Mann, 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 das ist aber auch ein. Oh, na gut, ich sag lieber nicht, was es ist. Ja. Ich habe gerade hier schon gerechnet, was wir da zusammenkriegen dafür. Nur kriegen wir natürlich nichts zusammen. Gar nichts. Mann, Mann, Mann. Es ist alles nicht wahr. Naja gut, pass auf, wir haben jetzt Februar. Die Planung war ja ohnehin, denn mal loszuziehen. Ich wollte, wenn der Winter vorbei ist, aber es ist ja wirklich diese Banditen. Na gut, pass auf, wir machen das jetzt trotzdem. 15 Leder ist halt schon wirklich sehr, sehr übel. Oder nicht 15 Leder, das wäre ja fast noch gegangen, sondern die ganzen Stiefel haben sie uns geklaut. Okay, wir kümmern uns jetzt mal drum, würde ich sagen. Irgendwann müssen wir das ja machen. Und dann können wir es auch jetzt machen. Du baust hier mal das Häuschen noch fertig, so wie das Haus steht. Dann haben wir hier eigentlich genug Wohnraum. Und der Rest ist auch einigermaßen okay. Und dann werden wir uns mal um die Banditen kümmern. Ja. So, hier. Dann gib du mir hier. Oh, hier ist auch fertig. Nee, dann erstmal ein Ochsen. Dann erstmal ein Ochsen. Jetzt haben wir drei Ochsen. Der eine ist dem Holzfällerlager zugewiesen, ja. Perspektivisch werde ich mal hier auch noch ein Holzfällerlager vorsehen.
Mit dem einen, da kommen wir auf Dauer sicher auch nicht hin. Mach das mal hier rein. Hat jetzt nicht die höchste Prio. Die höchste Prio hat definitiv hier das Haus. Wenn wir das Haus haben, dann sammle ich meine Bogenschützen und dann ziehen wir los. Ja. Na Leute, wird's denn vielleicht was hier? Fehlt noch ein Baumstamm, der kommt hier gerade, oder? Ja. Ja. Der ist gerade geliefert worden. Müssen wir nur noch ein paar kurz mal den Hammer ranhalten. Dann sollte das ja eigentlich gehen. So, los. Zack, zack. Wir stehen in Leistung. So. Muss ich hier gerade noch mal gucken. Heute, ja, wir haben hier keinen Gerber drin. Ja, klar. Pass auf, dann kommst du jetzt mal hier raus, wobei, tja, wo soll's her, soll's denn kommen? Boah, ich... Was? Schon. So, naja, gut, pass auf, ist jetzt egal, wir müssen das jetzt mit den hier angehen, es hilft ja alles nichts. Meine, so extrem viel Pech, wie wir da eben gehabt haben, haben wir vielleicht nicht jedes Mal, aber ist am Ende des Tages auch nicht wirklich wichtig. Wir können schon mal bis hierhin durchziehen. Und machen wir hier mal ein bisschen schneller. Na komm. Ist am Ende nicht wichtig, weil irgendwas klauen sie uns immer und wir kümmern uns jetzt hier um die Banditen, damit die Sache dann mal durch ist. Wir haben hier drei Banditenlager, 1, 2, 3, die werden wir alle drei jetzt ausräuchern. Klar, es ist Winter und wir sind ein bisschen langsamer, aber wie erwähnt, das kann ja hier so nicht weitergehen. So. So, da müssen wir mal gucken. So, ihr könnt da mal hinmarschieren. Und dich, du kannst mal dahin. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir die Leute unterbringen. Gleich werden wir hier die Bärenbüsche wieder besetzen. Natürlich. Der ist hier fertig. Ich würde schon den hier auch noch da reinziehen. Und was sind wir denn bei Stämmen, Bauholz? Naja, geht so einigermaßen. Kriegsbögen müssten wir vielleicht dann auch mal wieder exportieren. Mhm. Was haben wir liegen? Zwei Bögen hier. Naja, geht so, ne? Den nächsten Ochsen, das dauert eine Weile, bis wir da wieder was machen können. So, neue Familie. Naja, irgendwann im März werden die Bären wachsen. Noch sind keine da. Ja. Was ist denn jetzt unsere Truppe hier? Ich hab euch doch hier hingeschickt. Das macht mal hier. Die da oben kommen gleich aus ihrem Häuschen. Noch nicht. Jetzt sind sie rausgekommen. Okay, gut. Dann lass uns mal aufbauen. Das ist natürlich jetzt alles andere als ideal. In der Art. Aber wer kommt mal runter hier? In der Art, dass... die den Berg runterkommen und wir einen Berg sozusagen raufschießen müssen. Aber wenn wir schon hinkriegen. Irgendwie. Auch mit den noch schwachen Bogenschützen werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Wir gehen mal hier auf standhaft. Die sollen ja eigentlich nur die Leute hier aufhalten. Die Banditen. Wo kommen denn? Da kommen die Bogenschützen. Alles klar. Dann stellt ihr euch hier hin. So. Mal gucken, wie es funktioniert. Wie die sich aufgestellt haben. Wenn wir mal kurz noch speichern zwischendurch. Und dann mal sehen, die kommen wahrscheinlich so von hier. Kann man vielleicht noch ein Stückchen nehmen. Die Idee ist natürlich auch hier wieder, dass wir denen irgendwo in die Flanke fallen, sodass die dann aufgehalten werden und dass dann die Bogenschützen schießen können. Allerdings müssen wir das schaffen, dass wir dabei nicht mit unserem Gefolge hier im Weg sind, mit den Bogenschützen, weil sonst schießen sie nicht mehr. So, machen wir hier kurz Speed rein.
mal ran hier. Und dann könnt ihr hier wieder mal zur Seite. Komm, 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 komm. Und jetzt ran hier. Da sieht gut aus. Sehr schön. Das ist ordentlich. Zumindest mal die Richtung passt sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Die Bogenschütze. Wobei der ist jetzt hier schon fast wieder ein bisschen weit vorne. Der rennt immer weiter nach vorne und gleich hören die Bogenschützen auf mit Schießen, weil der irgendwo im Weg ist. Gehen wir mal ein Stückchen zurück. Wurzeln immer mehr um von den Gegnern. Na komm, einer noch weg. Okay, wir haben es geschafft, für den Moment auch ohne Verluste. Der ist hier noch an. Das ist natürlich nicht gut, auch wenn er es gerade nicht angezeigt hat. Das war noch aktiv, die Rennerei. So, ihr könnt hier hoch. So weit, so gut. Das war Nummer 1. Zwei Lager haben wir noch. Und wo sind wir am März? Na ja, noch ist ein bisschen Schnee da. Ich denke, wir haben hier noch keine Bären drin, weil das ist natürlich das, wobei, weißt du, die haben ja sonst sowieso nichts zu tun. Meine Leute hier mache ich eigentlich. Ja, wobei, meine Leute ist gut, die rennen eigentlich gerade durch die Gegend hier. Pass auf, hier. Oh. Mal Kräuter. Du hier rein. Okay, bitte mach das mal. Keine zugewiesenen Familien. Ja, wir haben auch keine Baustelle. Alles gut. Alles gut. Ja. Denn jetzt sind wir hier. Da sind wir hier. Oh Mann. Ein mieses Wetter. Nicht zu gern für Holzflachse. Das Holzfällerlager. Na gut, das ist egal. Okay. Erstes Bandit. 110. Was geht schon wieder los hier? Sag mal, was habe ich denn hier heute hier für eine Pechsträhne? 110, das ist übel. Ich glaube, das Kleinste, was ich mal hatte, war 108. Und ich hatte aber auch schon mal so um die 220. Da sind wir so ziemlich das Tiefste, was irgendwie möglich ist. Weil ich kenne natürlich die genauen Werte nicht, aber wie gesagt, die eigene Erfahrung, Arbeitsbereich ist leer. Von wem denn? Ach so, von denen. In den Kräutern sicherlich, ja klar, sehe ich ein, ist ja noch nichts hier. Da recht. So kurz zurückgeflogen. Ja. Sag mal. Ach, hier. Okay. So, dann komm mal rein hier. Das hat ja grundsätzlich sehr gut funktioniert. Boah, dieses Wetter hier. Oh Mann. Aber gut, wir haben März. So, was habt ihr hier für ein Problem? Müdigkeit. Komm hier an. So, warte, wir müssen hier wieder ran. Wo stehen wir hier? Oh, die Richtung ist auch wieder recht ordentlich, die wir da hinbekommen haben. Hier hinten rum. Okay, so weit, so gut. Dann machen wir den mal aus. Dann, dann holt ihr hier das Lager. Und die sind fast platt in ihrer.
Effektivität 1%, klasse. Ach, wegen dem Regen auch. Ja, muss das denn jetzt gerade regnen? Meine Fresse. Also wirklich. Hör doch mal auf mit dem Regen. Das ist natürlich auch wieder doof. Keine Frage. Das ist nicht nur doof für die Leute. Da geht hier auch irgendwann bald noch hier der Rechner wieder in die Knie. Muss ich mal sehen. Ja, das ist irgendwie auch noch ein bisschen unglücklich. Da bin ich noch am ein bisschen am Untersuchen. Das Spiel läuft super flüssig ohne Aufnahme. Mit der Aufnahme, wenn es denn so regnet oder schneit, dann wird es doch langsam ziemlich knapp, muss ich sagen. Und ja, könnte ich natürlich auch die Grafik dann runterdrehen. Aber ansonsten, ich hoffe, es geht einigermaßen. Ansonsten schreibt mal ruhig rein, wer das so empfindet. Weil klar, das lebt natürlich ja auch von der schönen Grafik irgendwo, das Spiel. Aber wenn das Video nur durch die Gegend hackt und zuckt, das ist ja auch blöd. Keine Frage. Und wie gesagt, ich habe so den Eindruck, aber das ist eher subjektiv. So, mal gucken, was wir diesmal haben. 128, es wird nicht viel besser. Es wird nicht viel besser. So, dann warten wir das hier mal kurz ab. Mal gucken, ob die sich erholen. Müdigkeit. Ein bisschen scheint es hochzugehen. Ich überlege, ich könnte denen natürlich entgegengehen, dann sind wir schneller durch. Aber andererseits, sie sollen sich ja erholen. Wollen wir mal gucken. Immerhin haben wir jetzt gerade aktuell keinen Effektivitätsabzug wegen Regen. Was eigentlich unlogisch ist, weil es regnet hier. Müdigkeit 48, die Erholungsrate kann da glaube ich voll vergessen. Ja, eben war 50, jetzt sind wir bei 47, der Gegner kommt da. Ich denke, wir warten das hier wirklich mal ab. Die sollen herkommen. Wir haben es bis hierhin ja echt gut hingekriegt, definitiv. Der Schnee verschwindet auch so langsam. Das einzig Blöde ist hier halt, dass wir bisher hier so wenig Geld in die Kasse bekommen haben. Das ist wirklich ziemlich krass. Gut, ich meine, es ist innerhalb der normalen Reichweite, der normalen Range, was so kommen kann, aber es ist halt zweimal ziemlich am unteren Rand gewesen. Aber mal sehen, was wir jetzt hier rausholen können. Mal gucken, ob ich das hier nochmal so ordentlich hinkriege. Zweimal hat es ja wirklich gut geklappt, muss ich sagen. Erstmal rein in die Leute und dann... Ja, komm her. Mach. Na, 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 komm zurück. Oh, das ist schlecht. Die interessieren sich gar nicht für uns hier heute. Das ist natürlich schlecht. Die, na, du komm doch her. Och, da steht die da rum und gucken wieder zu, die Bogenschützen. Verloren, aber sonst nicht. Okay. Dann muss ich hier. Der Leute, das Gefolge ist voll umringt. Da gibt es gleich böse Verluste, wenn wir das jetzt hier nicht ganz, ganz schnell rauskriegen. Lutz, kommt raus da. Hört auf zu kämpfen. Hört auf zu kämpfen, geht da hoch. So, jetzt könnt ihr hier wieder rein. Jetzt haben wir eine gute Richtung. Die waren voll umringt gerade. Aber das haben wir aber wirklich noch ziemlich ordentlich hingekriegt. Mann, oh Mann. Zwischendurch habe ich mir echt Sorgen gemacht. So, also ihr geht hier hin. Schon wieder ein Banditenlager entdeckt. Wo ist das jetzt wieder? Das ist keine Ahnung. Ach, das ist nur so. Das ist ja sonst wo. Ach, zu Schande. Naja, gut. Okay. Und dann ihr müsst mal heim. Gut. Ihr sollt heim, habe ich gesagt.
Naja, mal sehen. Also, wir holen uns jetzt da natürlich das letzte Banditenlager, also das, was wir jetzt gerade da kaputt gemacht haben, werden wir jetzt holen. Und dann würde ich sagen, ziehen wir mal los hier mit unseren. Die sind gleich hier. Die würde ich denn upgraden, aber wo rennt ihr denn wieder rum? So, vielleicht haben wir beim dritten mal ein bisschen mehr Glück. 174, naja, das ist Durchschnitt immerhin. Wir müssen ja hier schon glücklich sein, wenn wir mal ein durchschnittliches Ergebnis erzielen. So, okay, ihr könnt hier nach Hause und dann gucken wir uns wieder unsere Stadt an. Immerhin ein bisschen haben wir ja geschafft. Und dann wollen wir mal sehen, wie das jetzt hier so aussieht. Arbeitsbereich ist leer, das ist natürlich nicht korrekt. Ja, jetzt haben wir hier, da sind Bären. Der Gerber, der ist fleißig. Der Schuster nicht. Ich bin gerade erstaunt, was hier. Wer soll das sein? Der hier? Die Sammlerhütte? Aber ich meine, Bären sind doch da. Was will der hier von mir? Geht die Meldung nicht weg? Arbeiter finden nichts, was gesammelt werden könnte. Zumindest nicht im Moment. Das sind die, ja, und hier ist auch nichts. Aber nochmal. Ich doch massenhaft da oben. Und vorher haben sie es auch hingekriegt. Was ist das jetzt wieder für ein seltsamer Fehler? Wartet, holt Wasser, die schaffen es nicht. Die finden die Bären hier oben nicht. Es ist ja wohl alles nicht wahr. Oh, warte mal. Ich werde das mal sogar noch anders machen, weil hier haben wir schon die Kräuter. Bin ich mal gespannt, wenn ich die hier wegnehme, ob sie denn was finden. Also irgendwie, das ist ja. Was ist das denn wieder für ein seltsamer Bug? Also das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Und eigentlich sollte das auch problemlos und ordentlich funktionieren. Nee, wir machen das hier rein und müssen das weiter beobachten. Der rennt hier gerade auch los. Ja, hat er gerade hier. Holt einen Korb, sät, sammelt Bären. Sauber, okay. Und ihr hier, jetzt habt ihr dann wahrscheinlich ein Problem. Ach, gucke mal, jetzt ist das die Meldung weg. Da fragt man sich doch, was da vorher gewesen ist. Oh Mann. Na gut. Jetzt hier stehen. Also, wir müssen natürlich jetzt zunächst mal hier unsere Leute upgraden, die wir haben. Haben zwar, würde ich sagen, doch ziemlich viel Pech gehabt mit den Geldern, aber immerhin haben wir keine Leute verloren. Das ist ja auch schon mal schön. Gib mal bitte noch ein paar mehr her. Bei den Kämpfen nicht. 74, da kriegen wir nur ein 70. Das heißt, wir haben dann 8. Das ist ja per se schon mal gar nicht so schlecht. So, und dann würde ich sagen, März haben wir ja, das passt schon. Dann kommt mal raus hier, jetzt seid ihr ja abgegradet. So, dann müssen wir die mal hier finden auf der Karte. Ach, hier ist das, oh, guck mal, da sind zwei neue drin wieder. Okay, das heißt, wir müssen erstmal hier hin. Die spawnen schneller als man denkt. Dann geht ihr erstmal hier hin und räumt das weg. Und dann würde ich sagen, ihr könnt vielleicht auch mal langsam anfangen und hier ein paar von den Bohnen uns holen. Mit Einfluss beanspruchen. Jo, da haben wir ein bisschen was zusammen. Da würde ich natürlich erstmal vor allem die beanspruchen, die weiter weg sind, damit ich nicht so weit laufen muss, um die Banditen-Camps zu putzen. Jo, schauen wir mal, was an der Stelle geht. So, dann schauen wir mal, was hier geht. Wir haben nicht sehr viel Nahrung.
Schon krass. Aber mit dem Bären, das war irgendwie kaputt. Ich weiß noch nicht so recht, was da kaputt gewesen ist. Auf jeden Fall mal hier die Steine abgesammelt. Das ist auch gut. Mal wieder einen frei. Und hier haben wir dann natürlich noch das eine Häuschen zusätzlich. Ich hoffe, dass wir das auch wieder hier wieder da rein. Mit oben drehen und wieder nach hinten. Okay. So, dann. Naja, ist ja eigentlich schon mal ganz okay. Was haben wir momentan am freien Wohnraum hier unten? Wenn ich das erweitere, immer noch zwei frei. Und hier haben wir drei frei. Will heißen, wenn der hier fertig ist, hätten wir vier und danach würde ich die hier angehen. Mach mal bitte hier ein Höchste. Und dann, tja, mal gucken, was wir denn auch hinkriegen. Ich meine, wenn die Banditen uns hier nicht die ganzen Stiefel weggeholt haben, dann werden wir jetzt schon deutlich besser stehen. Was machen die hier? Ach, die Blüten hier und transportieren. Ja, naja, okay, müssen wir mal sehen. Aber natürlich schon das Problem, wir müssen jetzt hier ein bisschen uns um das Gemüse kümmern und da haben die teilweise auch zu tun. Hier der eine Arbeiter, der beim Gerber drin sitzt, der ist da offensichtlich sehr intensiv mit beschäftigt. Ich mache mal hier noch einen zweiten rein, damit wir hier ein bisschen Leder bekommen. Und der eine, der hier, ups, der eine, der da übrig ist, da ist keiner mehr übrig. Wir nehmen mal wieder einen aus der Brennholzhütte raus, damit wir hier noch ein bisschen weiter bauen können. Naja, aber es wird schon werden, denke ich mal. Guck mal, das erste Gemüse läuft gerade ein. Fleisch wird halt immer wieder gleich weggefuttert. Das ist eben so. Bären, die kommen ja gerade erst. Und wie gesagt, leider hier mit den Sammlerhütten. Fuck. Fuck, an sich, was vorher war, ne? Weil genau genommen habe ich die ja nur rausgetan, reingetan. Und hier wieder ein bisschen geändert. Also es ist irgendwie schön. Seltsame Dinge passieren hier zuweilen, ne? Aber okay, wir haben immerhin zwei Banditenlager geschafft. Und ich würde sagen, hier kümmern wir uns gleich dann mal um das nächste Banditenlager. Und zwei sind ja leider schon wieder draußen. Aber mal sehen, ich könnte mir vorstellen, so schnell spawnen die ja auch nicht nach. Also hier nicht alle paar, nicht jeden Monat oder so. Aber die drei, die wir da gerade weggemacht haben, da sind halt hier schon wieder zwei nachgespawnt. Ich hoffe aber, dass ich vielleicht die zwei jetzt schnell genug wegkriege, ohne dass wieder das nächste nachspawnt. Wir werden es dann erleben. Die kommen sicherlich dann auch gleich raus. Werden wir uns dann mal angucken, denn hier in der nächsten Folge. Aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge für den Moment zunächst mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.